Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Normalerweise packe ich hier Mystery-Schmuckpakete aus. Heute habe ich hier ein Lieblingsbuch von mir, das heißt Identifying Sarah Coventry. Und ich kann euch sehr viele Schmuckstücke aus diesem Buch zeigen. Sarah Coventry wurde 1949 gegründet und hat den Schmuck im Direktverkauf über Hauspartys vertrieben, ähnlich wie Avon das auch gemacht hat. Dieses Buch ist so nach Jahrzehnten aufgebaut. Hier fängt es am Anfang 1949 an. Und das erste Bild hat mich sofort überrascht. Das ist eine Kette, die ich in einem meiner Mystery-Pakete gefunden habe. Diese Serie heißt Windswept von 1954. Hier habe ich die Halskette in Original. Das hat mich sehr überrascht, weil ich natürlich nicht wusste, dass das ein Sarah Coventry Schmuckstück ist. Und vor allen Dingen, dass das auch nicht so schön alt ist, also von 1954. So. Das ist ein Grund, weshalb ich diese Schmuckbücher so liebe. Sie mir natürlich helfen, das Schmuckstück zu identifizieren und auch den richtigen Preis dafür zu finden. Und da jedem dieser Schmucklinien sind also der Name der Kollektion, welche Schmuckstücke dazugehörten und eine ungefähre Preiseinschätzung, die zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Buches, nämlich 2012, gegolten hat. Hier, das Schmuckstück hatte ich auch, das ist auch wieder unsigniert. Hier ist es. Es heißt Midnight Magic von 1956. Also das Schmuckstück begeistert mich wirklich. Ich finde das sehr, sehr, sehr innovativ für 1956. Es ist ja so gestalterisch wirklich sehr, sehr ausgefallen mit dem dunklen Metall und den rosa Strasssteinen. Also das werde ich nicht behalten, da hier ein Stein fehlt und ich immer bemüht bin, alte Steine für die alten Schmuckstücke zu finden. Und außerdem sind diese großen Steine auch so leicht angekratzt von hier unten. Aber ich finde auch, das ist eines der schönsten Schmuckstücke von Sarah Coventry aus meiner Sicht, weil es sehr ausgefallen wirkt. Dann habe ich hier diese Serie, Simply Elegant von 1962. Und da habe ich hier die schöne Halskette. Ich könnte das ja hier mal so zeigen. So schön kühl silberfarben. Das tolle Spiegellogo von Sarah Coventry hier am Ende der Verlängerungskette. Und auch dies hier mit den Stacheln. Also das finde ich auch sehr avantgardistisch für 1962. Dazu passend habe ich auch die Ohrclips. Rund, durchbrochen und so ganz, ich finde, sehr interessant gestaltet, passend zu der schönen Halskette. Dann eines der erfolgreichsten Schmuckstücke oder vielleicht auch das erfolgreichste Schmuckstück von Sarah Coventry heißt Young and Gay von 1959. Also sehr bekannt ist das Armband davon, dieses hier. Inspiriert wurde das von Münzschmuck. Diese Münzen sind allerdings kleiner als bei anderen Schmuckstücken. Deswegen ist es, glaube ich, auch so gut angekommen, weil es nicht ganz so auffällig ist. Dieses Armband und diese Schmuckserie wurde über 20 Jahre hergestellt und verkauft. So erfolgreich ist die Young and Gay Serie. Dazu habe ich auch die Ohrclips.
Die sind etwas größer und etwas auffälliger. Und was man mit dem Schmuck auch gemacht hat, man hat also zwei Armbänder zusammengeklemmt zu einer Halskette. Also man konnte das eben auch verwandeln. Wahrscheinlich war das auch der Erfolg über die 20 Jahre. Später gab es diese Serie auch in Gold. Ich habe zurzeit dieses silberfarbene Armband. Dann auf dieser Seite habe ich hier einige Schmuckstücke aus diesem Bild. Das ist hier einmal Hidden Pearl, auch von 1962. Diese schöne Halskette hier. Das ist die versteckte Perle in dem Anhänger. Und dann eine schöne Halskette da dran. Und dann habe ich diese Clip-Ohrringe. Die heißen Acorn Treasures mit den Perlen. Die sind von 1964. Die finde ich auch besonders schön. Und dann glaube ich, dass ich diese Ohrringe hier habe. Allerdings sind sie hier Pearl Magic, heißen die. Die werden hier angegeben zum Schrauben. Meine sind Clips. Und da sie nicht signiert sind, weiß ich natürlich nicht so hundertprozentig, ob sie von Sarah Coventry sind. Aber diese Kugeln, also sieht wirklich ganz exakt genauso aus. Die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, dass sie von Sarah Coventry sind, nur dass eben meine Clips sind und die hier am Buch sind zum Schrauben. Dann auch eine sehr beliebte Schmucklinie ist diese hier, Delightful von 1964. Da habe ich die Halskette und das Armband. Und daran gefällt mir eben auch dieser kleine Anhänger. Dann das Markenzeichen von Sarah Coventry in der Raute. Ist hier besonders schön. Auch eine sehr beliebte Serie. Auch wiederum schön schlicht und deswegen auch ganz toll und einfach zu kombinieren. Ich finde, Sarah Coventry ist auch etwas für Leute, die sich vielleicht an Vintage-Schmuck nicht ganz so heranwagen, weil es überfordert einen nicht in der Aussage oder der Qualität ist aber immer sehr gut und es ist jetzt auch alles nicht ganz so teuer wie bei anderen Schmuckformen. Hier auf dieser Seite habe ich ganz viel Schmuck. Da haben wir einmal diese Serie hier oben. Die heißt Daisy May. Sehr schön. Daisy May ist von 1960. Und das finde ich ist auch ein ganz typisches Sarah Coventry Schmuckstück. So schön mit diesen Blumen, so fröhlich. Und da Sarah Coventry eigentlich in den 70er Jahren seine Glanzzeit hatte, finde ich, dass diese Schmuckstücke schon darauf hindeuten. Also sie sind so wie Vorboten für diese Happy Zeit der 70er. Dann habe ich das Schmuckstück hier, Pinwheel von 1962. Und das ist eine richtig große Brosche. So sieht sie aus. Und dazu habe ich auch die Ohrringe. Dieses Schmuckset habe ich gerade bei eBay drin. Und die Brosche sieht sehr, sehr gut aus. Während diese Ohrringe, die gebe ich umsonst dazu. Da sind so kleine schwarze Stellen, leider. Aber ich bin nach wie vor auf der Suche, nochmal diese Ohrringe zu finden in einem besseren Zustand. Dann habe ich hier diese Ohrringe. Die sind aus der Serie Silvery Splendor.
Genau, Silvery Splendor ist als silberfarbenes Blatt mit tollen Perlen versehen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier etwas ausgelassen. Ich blätter noch mal zurück. Nee, das hatten wir das hier, habe ich ausgelassen. Hier von dieser Seite habe ich auch noch einiges zu zeigen. Und zwar diese Ohrringe hier. Der Schmuck heißt Karussell und ist von 1960. Und die Clips sind riesig groß. Und es gab sie in verschiedenen Farben, also hier grün, rot und blau. Ich habe hier die blauen. Was auch toll ist, finde ich, sind diese Clip-Teile bei Sarah Coventry aus dieser Zeit. Also das ist ein ganz, ganz beliebter, toller Schmuck, der auch heute richtig was hermacht. So, und dann noch eine Lieblingsserie von mir. Hier ist sie. Dazzling Aurora von 1960. Also das ist wirklich eine meiner Lieblingsserien. Ich zeige euch auch warum. Hier habe ich die Brosche. Ganz tolle Aurora Borealis Steine in Farbe. Die glitzern so pinkig blau. Dazu habe ich auch die passenden Ohrclips. Und es gibt noch ein Armband. Das habe ich zurzeit nicht. Aber ich finde, also von Sarah Coventry sind diese Strass-Schmuckstücke besonders beliebt. Und die findet man auch nicht so leicht. Also das ist eines der Schmuckstücke, die ich besonders gerne mag. So, dann wiederum eine kleine Überraschung wären diese Ohrclips für mich. Black Diamond heißen sie, die sind auch nicht signiert, 1955. Und wie ist der Zufall will? Als ich die gefunden habe, habe ich auch schon gedacht, die sehen einfach zu toll aus, um nicht von einem ganz tollen Hersteller zu sein. Also hier gibt es keine Marke drauf. Aber jetzt habe ich den Beweis, dass es auch Sarah Coventry Ohrringe sind. Also besonders schön ist dieser graue Strassstein hierbei, finde ich ganz toll zu diesem matten Silber. Sehr, sehr hübsch. Und jetzt kommen wir zu dem Schmuckstück, das ich als erstes von Sarah Coventry besessen habe. Das heißt Petalour. Petalour ist von 1962. Hier habe ich die Brosche. Die Brosche und es gibt noch passende Ohrclips dazu. Also diese Brosche war das erste Schmuckstück von Sarah Coventry, das ich in der Hand gehalten habe, von 1962. Dann habe ich diese Brosche hier. Die heißt Black Saturn von 1961. Das ist wirklich ganz, ganz tolles Schmuckstück. Das sieht so modern aus, finde ich. Also es hat auch diesen Space Age Style und mit dem Schwarz. Das ist wirklich ein außergewöhnlich schönes Schmuckstück. Und die Brosche hier neben habe ich auch. Pearlized Perfection heißt die Serie. Und zwar das Metall wurde hier so beschichtet und es sieht auch wirklich so ganz perlmuttig aus. Es war mit Sicherheit eine große Innovation. Von 1965 ist diese Serie. Schön, ne? Und hier unten auch ein sehr interessantes Schmuckstück ist das hier. Ich dachte immer, das wäre eine Ananas und gut, dass ich dieses Buch gefunden habe. Diese Serie heißt Autumn Haze. Autumn wie Herbst
Also wahrscheinlich hat es was herbstlich Blättriges und es ist keine Ananas. Aber ein ganz, ganz toller amberfarbener Stein. Also finde ich auch ein besonders schönes Schmuckstück. Und hier aus dieser Serie fand ich erst neulich in einem meiner Videos diese Ohrstecker, Ohrclips. Und zwar haben wir auch spekuliert, ob das Äpfel wären. Und jetzt hier im Buch heißt es aber Golden Cherries. Also Kirschen, aber irgendwie so diese Blatt und der Stiel und die Blätter, das sieht einfach nach Äpfeln aus. Golden Cherries von 1964. Dann wieder in einem meiner Mystery-Pakete fand ich diese Serie hier. Tatsächlich war das ganze Schmuckset dabei. Und zwar heißt es Pearl Flight. Pearl Flight ist von 1957. Ist eine Riesenbrosche mit dieser hellen Perle. Und dazu die Ohrclips. Sehen so aus. Und das finde ich ist auch eine sehr innovative Serie. Also so streamline-förmig, wirklich sehr modern und toll, finde ich. Bis heute wäre das auch ein ganz, ganz tolles, innovatives Schmuckstück. Dann aus dieser Serie hier unten, Primrose von 1962, habe ich die schöne Brosche. Ja, und wenn man sich das mal ganz genau anschaut, ich hoffe, ihr könnt das sehen, diese Blütenblätter sind so gestreift. Und zwar, diese Streifen gehen auch der Form des Blütenblatts nach. Die Perle und dann diese kleinen Blättchen hier um die Perle sind auch geriffelt. Der Stiel, der sieht wirklich so strukturiert aus wie ein echter Stiel, also wirklich ein ganz, ganz schönes Schmuckstück. Schön groß und auch ein ganz tolles Gelb. Und 1962 und wieder ein Hinweis auf die 70er Jahre, wie ich finde. Dann diese Serie, die findet sich auch sehr häufig. Stunning von 1958 war mit Sicherheit sehr erfolgreich. Diese Brosche habe ich schon sehr häufig gesehen. Und dazu gibt es auch diese Ohrclips. Ich nehme mal die Brosche wieder weg, um die Ohrclips besser zeigen zu können. Also toll ist auch wieder dieses Hochformatige. Dann finde ich auch sehr gut diese Clips, die auch schon mit diesem Polster versehen sind. Sehr gut gemacht. Leider sind die jetzt nicht ganz so viel wert, also mehr als 20 Euro werden die nicht kosten. Aber sie sind schon, der Entwurf ist von 1958. Der ist mit Sicherheit auch länger gemacht worden. Und ich finde auch diese Optik, die ist sehr, sehr schön. Innovativ, aber irgendwie auch zeitlos. Also man kann sie heute tragen und es würde auch sehr modern heute aussehen. Dann hier unten, auch aus meinem Früchte-Video, Adam's Delight von 1961. Ganz tolle große Brosche von Sarah Coventry findet sich auch in diesem tollen Buch. Toll ist eben auch, dass wir genau sagen können, wann der Entwurf gemacht wurde. Und was mich auch sehr beeindruckt hat an Sarah Coventry ist, dass die haben dreimal im Jahr, der Schmuck, den sie gemacht haben, wurde bei anderen Herstellern gemacht. Und diese Hersteller haben dann dreimal im Jahr 6000 Modelle zur Auswahl gestellt. Dann hat das Designteam von Sarah Coventry davon nur 500 ausgesucht. Und die wurden dann produziert. Also toll, finde ich ganz, ganz toll. Hier die Serie heißt Konfetti und ist von 1959.
Und so sehen die Konfettis aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist sowieso eine transparente Kuppel und da drin eben diese glänzenden Konfettis. Erinnern mich an Silvester und an das Feuerwerk zu Silvester. Sehr schön. Dann hier auf diesem Bild habe ich diese schönen Ohrclips hier. Also wie klein sie auf dem Bild aussehen und wie groß sie tatsächlich sind. Die fand ich auch erst neulich. Die heißen Demure von 1961. Tolle durchbrochene Blümchen-Ohrclips. In Goldfarbe. Dann hier unten auch eine sehr erfolgreiche Serie von Sarah waren diese Buchstaben. Hier steht auch, dass es 26 verschiedene Buchstaben davon gab und die wurden sehr lange und sehr viele Jahre gemacht und haben sich in unterschiedlichsten Metallfarben finden die sich heute. So, ich habe hier ein B. Das ist wirklich ganz toll gestaltet, wie so eine Ranke mit Blättern. Sehr, sehr schön. Auch irgendwie natürlich. Ganz toller Look. Dann habe ich hier, Sarah Coventry hat auch Herrenschmuck gemacht. Aus dieser Serie hier habe ich diese tolle Krawattennadel und die finde ich auch sehr, sehr toll. Die ist so grau-schwarz, ganz abstraktes Muster und ganz kurz. Also wirklich für die schmalen Krawatten aus den 60er Jahren signiert. Ganz tolles Herrenschmuckstück. Und jetzt kommen wir in die Zeit von 66 bis 84. Hier habe ich ein ganz tolles Schmuckstück, dieses hier unten. Twilight heißt das. Von 1973. Ein ganz toller Anhänger. Den habe ich schon länger. Gehört auch zu einer meiner Lieblingsschmuckstücke von Sarah. Dann hier unten Golden Sunset. Golden Sunset befand sich auch in einer meiner Mystery-Pakete. Hier habe ich das Schmuckstück. Das wäre der Anhänger, der große Anhänger. Und dazu habe ich auch die passenden Clips. So sehen sie aus. Von 1973. Und hier aus dieser Serie Amberwood von 1975 habe ich die Halskette. Das sind so ganz tolle braune Stäbchen und verzierte so Kreise in Gold, in klein und in groß. Und der Wert dieser Kette wird hier mit $85 angegeben. Natürlich werden dem zugrunde gelegt, wie selten man ein Schmuckstück finden kann oder aber auch, wie lange es gemacht wurde. Also wenn es nur eine Saison gemacht wurde, ist es natürlich heute sehr viel teurer als Schmuck, den man über Jahrzehnte gemacht hat. Also das finde ich ist auch eine sehr typische Halskette für die 70er Jahre, 1975. Dann hier haben wir diese Serie, Fashion Ride von 1972.
Da hatte ich auch schon mal die Ohrringe, die fand ich auch besonders schön. Und zurzeit habe ich die Brosche. Hier ist sie, die Brosche, ein Verschluss oder ein Dekoteil an der Perlenkette. Es könnte sein, dass das die Brosche auch ist, so wie das hier aussieht. Sind praktisch an diese kleinen Schlaufen die Perlenkette dran gehängt worden. Also ich habe nur die Brosche zurzeit, aber die finde ich besonders schön. Mir gefallen diese mini goldenen Blüten, die auch so ganz detailverliebt gemacht sind. Dann aus dieser Serie hier glaube ich, dass ich diese kleinen Ohrringe habe. Ich zeige sie euch gleich. Also es sieht ganz danach aus. Die sind signiert mit Sarah Coventry und haben so ein schönes Rändchen. Und auch die Steine sind ganz toll geschliffen. Ganz schöne Serie. Sie heißt Golden Lanterns. Nee, Golden Embers. Golden Embers von 1967. Sehr schöne, zeitlose Ohrringe, wie ich finde. Ganz wunderschön. Und dann hier aus dieser Kollektion. Karamellton heißt sie, 1973. Habe ich auch die Ohrringe. Karamellton sieht so aus. Es hat einen sehr schönen Cabochon, der so braun-beige gestreift ist. Also auch ein sehr klassischer, schöner Ohrring. Und besonders stolz bin ich auf diesen Ohrring hier. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Der hier mit dem tollen roten Tropfen. Die Serie heißt Dynasty und ist von 1973. Und dieser Ohrring gehört zu einer Kollektion, die nur einmal gemacht worden ist, eine Saison. Deswegen ist er auch sehr selten zu finden und ich war sehr überrascht, dass ich den habe. Also, Dynasty-Ohrringe von Sarah Coventry. Dann aus dieser Serie hier habe ich die Brosche. Die nennt sich New Summer Magic. Ja, New Summer Magic ist eine weiß-silberfarbene Blüte, die asymmetrisch ist. So wird die getragen. Wunderschön. Von 1970.